Samstagnachmittag, das Sportzentrum in Alzenau. Der nächste Spieltag der Fußball-Lotto-Hessenliga. Der FC Bayern Alzenau empfängt die SG Barockstadt Fulda-Lehnertz. Die Alzenauer mit einer Bilanz von 6 Siegen aus 6 Partien. Barockstadt hat jetzt 5 Partien hinter sich, nur 2-mal gewonnen und 6 Punkte auf dem Konto. Die Mainfranken, die wollen ihre weiße Weste natürlich behalten. Für die Gäste geht es darum, hier etwas Zählbares mitzunehmen. Tolle äußere Bedingungen, 450 Zuschauer sind dabei. Anstoß um 15 Uhr. Die 7. Spielminute, Sebastian Sonnenberger auf Christopher Bieber, der legt ab auf Patrick Proschke, der setzt sich durch, zieht in den Strafraum, zieht ab, aber der Alzenauer Keeper Johannes Takidis hat aufgepasst. Die ersten 20 Minuten verlaufen ausgeglichen, dann gibt es Eckball für die Gastgeber. Krešo Ljubičić in die Mitte und Marcel Wilke plötzlich völlig frei vor dem Kasten, hält den Kopf hinein. Die 21. Spielminute, es steht 1:0 für Alzenau. 2 Minuten später, es gibt Freistoß auf der anderen Seite. Patrick Schaaf und Dennis Müller stehen bereit. Müller und knapp über den Kasten. Die Barockstädter jetzt immer stärker. Es gibt Einwurf Benjamin Fuß. Dann Dominik Kriljanic zurück auf Kevin Hillmann. Der zieht direkt ab und trifft ins rechte Eck. Die 28. Spielminute, das 1:1. 7 Minuten später Abschlag von Alzenaus Keeper Takidis. Dann kommt Salvatore Bari an den Ball, zieht einfach mal aus 40 Metern ab und trifft genau unter die Latte. Die 35. Spielminute. Das Ganze noch einmal in der Zeitlupe. Das 2:1 für Alzenau. Mit der 2:1-Führung der Gastgeber geht es dann auch in die Kabinen. Die 2. Spielhälfte Barockstadt klar überlegen, aber ohne richtige Torchancen. Die Gefährlichkeit fehlt. Exemplarisch hier ein Freistoß von Leon Pomnitz in der 57. Minute. Dann die 69. Minute. Wieder die Gäste, die Drücke, die wollen hier den Ausgleich. Patrick Proschke mit der Flanke, Christopher Bieber mit dem Kopf, aber doch ein ganzes Stück vorbei. Jetzt noch eine Viertelstunde zu spielen. Die Gastgeber im Angriff, Hedon Selišta auf Francesco Calabrese. Wieder Selišta, aber Kenan Mujicinović im Barockstadtkasten auf dem Posten. Wir sind jetzt bereits in der 85. Minute, immer noch 2:1. Luca Bergmann mit der Reingabe und dann Markus Kröger schießt Sebastian Sonnenberger an. Fast das 1:3. Glücklicherweise geht der Ball aber neben das Tor. Die Nachspielzeit läuft, es steht immer noch 2:1. Noch einmal die Gäste, Marcel Mosch. Mosch auf Kevin Hillmann, der mit dem Flankenversuch aber viel zu nah vor das Tor. Kein Problem für Takidis. Und dann ist auch Schluss. Schiedsrichter Niklas Rau aus Wöllstadt pfeift die Partie ab. Der FC Bayern Alzenau schlägt die SG Barockstadt Fulda-Lehnertz mit 2:1 und bleibt auch nach der 7. Partie ohne Punktverlust. Die SG Barockstadt mit 6 Zählern jetzt auf dem 12. Rang, sogar hinter dem SV Bochonia Flieden inzwischen. Und die Fuldaer müssen jetzt aufpassen, nicht sogar in den Abstiegskampf zu geraten. Wir sind vielleicht nicht die beste Mannschaft der Liga, aber wir kämpfen auf Opferungsfreude. Wir sind als Team, wir wachsen immer mehr zusammen. Wie gesagt, es fehlt noch hier und da ein bisschen die Abstimmung, aber wir sind auf dem Weltklasseweg. Und jetzt mit dem 7. Sieg in Folge, plus ich zähle noch die 2 Heisenpokalspiele, also 9 Siege in Folge. Also ich weiß nicht, ob das jetzt was Historisches ist für Bayern also noch. Ja, die Gegentore sind halt wieder extrem bitter. Wir fressen jedes Mal nach einer Standardsituation ein Gegentor. Ich weiß nicht, du kannst du dann hinten raus halt keine Spiele gewinnen. Das 2:1 ist auch mehr oder weniger ein Geschenk. Klar macht er den super, ne? Aber trotzdem, wir sind im Ballbesitz, verlieren den Ball dämlich.
ja, hätte ich gewusst, dass er schießt, hätte ich vielleicht noch ein taktisches Foul gemacht. Und so trifft er ihn 2-1 und dann haben wir eigentlich, glaube ich, war es mehr oder weniger ein Spiel auf ein Tor. Ich glaube, als er in der zweiten Halbzeit eine Konterchance gehabt, das war's. Und so ist es natürlich extrem frustrierend, ja. Klar, ist natürlich nicht das, was wie wir es uns vorgestellt haben.